Mädchen im Unterricht essen. Hey, psst, Brian. Ja? Ich wette, ich kann mehr auffällige Sachen essen als du im Unterricht. Mit deinem Apfel, das ist ja wirklich peinlich. Never. Okay, ein Sandwich, nicht schlecht. Wie wär's mit, ich hab noch eine Waffel dabei. Schwach. Cooler Shake, wie wär's mit einem Karton voller Milch? Okay, ich toppe dich jetzt endgültig. Hey, nicht essen im Unterricht. Ja, ja, Mr. Lehrer. Klar, wir hören auf zu essen. Oh mein Gott, du hast ein ganzes Steak dabei? Auf einem Teller? Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Es sei denn, du hättest gerne noch ein Stück von meiner Torte? Was? Entschuldigung? Ja, Ronja? Ich wollte fragen, ob es okay ist, wenn ich einen Schluck Wasser trinke. Mein Hals tut heute ein bisschen weh. Und eigentlich sollte man ja im Unterricht nichts essen und nichts trinken. Na gut, aber nur dieses eine Mal. Okay, danke schön. Leider hält sich da ja auch nicht jeder dran. Hey, warum trinkst du? Warte, was? Ich habe doch gefragt. Nachsitzen. Junge, was ist, Mädchen? Hausaufgaben vergessen. Guten Morgen. Wann fangen denn die Weihnachtsferien an? Gegenfrage, wo sind deine Hausaufgaben? Die habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, wir haben heute schon frei. Das ist eine schlechte Ausrede. Ich habe halt gedacht, es schneit ja auch draußen, dachte ich, Schule frei. Was soll ich nur mit dir machen? Vielleicht einfach mal drüber nachdenken, keine Hausaufgaben aufzugeben, dann kann ich sie auch nicht enttäuschen. Guten Morgen. Oh Gott, ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Oh nein, ich hoffe, die werden heute nicht abgefragt. Einmal die Hausaufgaben raus, bitte. Vielleicht habe ich noch irgendwas anderes, was ich zeigen kann. Ich kann vielleicht einfach über der Zusammenfassung hier den Titel wegradieren und dann den anderen hinschreiben. Ronja? Es tut mir leid, ich habe die Hausaufgaben vergessen. Vergessen? Das ist aber untypisch. Ist denn alles okay? Ja, ja, ich hab's nur vergessen. Komm nach dem Unterricht bitte zu mir. Ronja, ich mache mir Sorgen. Ist nicht schlimm, ich habe wirklich nur meine Hausaufgaben vergessen, sonst ist nichts los bei mir. Na gut, dann bringen Sie bitte morgen nach. Alles klar, mache ich. Dankeschön, tschüssi. Junge, bestes Mädchen. Im Sportunterricht. Oh mein Gott, was haben wir heute im Sportunterricht? Haben wir Basketball? Oh, ich warte schon so lange drauf. Ich liebe Sportunterricht. Du freust dich doch über alles, was wir tun. Ja, Sport ist das beste Fach in der Schule. Wer was anderes sagt, lügt. Na gut, dann wärmen wir uns mal auf. Alles klar, ich laufe so viele Runden, wie ich laufen muss. Und dann können wir Sport machen. Ich wette, ich krieg dieses Jahr wieder eine 1 auf dem Zeugnis. Frau Sportlehrerin. Was ist es denn heute, Ronja? Wir machen doch Basketball. Ich habe Riesenangst vor Bällen. Ich kann unmöglich mitmachen. Ich setze mich einfach an den Rand. Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Ich habe mir auch meinen Knöchel verstaucht gestern. Hast du eine Arztbestätigung? Für den verstauchten Knöchel doch nicht. Aber Sie können mir ruhig glauben. Ronja, du hast jede Woche einen verstauchten Knöchel oder sonst was. Du willst doch nur wieder mit der Granny quatschen. Okay, dann halt nicht. Sportunterricht, zack. Warum müssen wir das in der Schule haben? Junge, bestes Mädchen. Letzter Schultag vor den Ferien. Oh mein Gott, freust du dich auch schon so? Letzter Schultag. Und dann können wir nach Hause in die Ferien. Ja! Ich freue mich schon so wahnsinnig auf die Sommerferien. Einfach 6 Wochen. Aber dann sehen wir uns so lange nicht. Ach, kein Ding. Wir können jeden Abend telefonieren oder nachmittags oder wann immer du willst. Wir haben ja Zeit. Und du musst mir unbedingt alles erzählen, was bei dir so los ist. Ich will jedes kleine Detail. Ja, wir müssen auch zusammen reiten. Warte, du hast deine Eltern überredet gekriegt, in Reiturlaub zu gehen? Ja! Meine wollen nicht. Die sagen, das ist viel zu gefährlich. Vielleicht kannst du ja mitkommen. Oh mein Gott, das wäre fantastisch. Ich frage sofort meine Mom, wenn ich nach Hause komme. Oh mein Gott, endlich ist es vorbei mit der Schule. Keine Klausuren mehr. Ich freue mich so. Ja, ich kein Bock mehr. Meine Eltern fahren für eine Woche weg und dann können wir die ganze Zeit einfach bei mir chillen, zocken. Ich habe die Wohnung für mich. Ey, voll geil. Steht Fußballcamp noch? Bist du da? Ja, klar. Als ob ich nicht gehen würde. Ja, hast recht. Fußballcamp ist der beste Part von jeden Sommerferien. Das weiß jeder. Oh ja. Yeah. Junge, bestes Mädchen. Von der Schule fliegen. Oh ja, da werde ich die ganzen Schüler voll mit veralbern. Oh, hallo Frau Lehrerin. Wer war das? Keine Ahnung, wovon reden Sie? Warst du das? Ich habe in alle Klassenzimmer habe ich irgendwas an die Tafel geschrieben, von wegen die Schule ist verflucht und die Schüler haben Riesenchaos. Ich meine, keine Ahnung, wovon Sie reden. Alle Kinder haben Angst. Oh ja, da draußen rennen wieder welche. Sie sind suspendiert. Was? Gehen Sie zum Direktor. Okay, und dann? Dann fliegen Sie von der Schule. Oh nein, ich bin doch nicht zu spät. Ich hab's euch doch gesagt. Oh Mist, das Mädel kriegt voll Ärger. Keine Halloween-Outfits. Oh, ich hoffe, sie sieht nicht, dass ich auch eins hab. Meins ist harmlos, oder? Das Gespenst sieht man nur in manchen Winkeln. Ronja, was soll das? Was denn? Keine Halloween-Outfits. Aber Frau Lehrerin, bald ist doch Halloween. Nix da. Oh, das ist voll schade. Die anderen Kinder hatten doch auch süße Outfits. Die Kinder haben Angst. Welches Kind hat Angst? Die waren gerade richtig unzufrieden, weil die halt auch schöne Outfits hatten. Geh zum Direktor. Okay, dann gehe ich halt zum Direktor. Was soll der machen? Du fliegst von der Schule. Junge, bestes Mädchen, eine schlechte Note schreiben. Guten Morgen, Schüler. Morgen, Herr Lehrer. Ich habe die Klassenarbeit korrigiert. Oh weh, okay, bitte diesmal eine 4. Und ich bin sprachlos. Noch nie in meinen 20 Jahren als Lehrer habe ich so etwas erlebt. Oh, das klang wütend.
So schlechte Noten. Ich bin sehr enttäuscht. Ja, vielleicht müssen Sie sich dann ja mal fragen, ob Sie Ihre Klausur nicht zu schwierig machen. Nicht so frech. Hast du überhaupt gelernt? Ja, wenn FIFA-Spielen lernen ist. Du hast Good Morning falsch übersetzt. Ach, geben Sie mir einfach meine Arbeit. Ich gebe die eh nicht meinen Eltern ab. Ich werde deine Eltern anrufen. So. Hier sind eure Noten. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Ich habe die ganze Zeit gelernt, aber ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der Klausur. Oh, okay, geben Sie mir schnell meine Arbeit. Ronja, ich bin etwas enttäuscht. Oh nein, ist es eine 6, oder? Ich muss die Klasse wiederholen, ich muss die ganze Stufe wiederholen. Eine 4. Oh, eine 4? Ich habe Besseres von dir erwartet. Ja, es tut mir wirklich leid, Herr Lehrer. Ich werde nächstes Mal noch mehr lernen und dann kriege ich das nächste Mal sicher wieder eine 1. Ich muss wohl deine Eltern anrufen. Nein, bitte nicht, Herr Lehrer. Junge weißes Mädchen, Einschulung. Oh mein Gott, mein erster Tag in der Schule. Hallo, ich warte schon so lange auf den Tag. Ich kann endlich was lernen. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Ranja. Ich werde morgen eingeschult. Wovon weiß ich, in welcher Klasse ich bin? Ist es schlimm, dass ich keine Schultüte habe? Meine Mama hat mir nur dieses Verkehrshütchen gekauft. Ich bin Miss Sommer, deine Lehrerin. Warte, in was ist meine Klasse? Bin ich in der Sommerklasse? Ja. Oh mein Gott, ich wusste es. Es ist die beste Klasse, ich hoffe. Ich habe immer gesagt, ich will nicht zu Frau Winter kommen. Ich freue mich, dich morgen wiederzusehen. Ich mich auch. Ich kann es kaum erwarten, endlich in die Schule zu gehen. Yay, let's go. Okay, dann bis morgen, Frau Sommer. Tschüss. Okay, erster Tag in der neuen Schule. Hallo, du bist meine neue Lehrerin. Oh, wer bist du denn? Tut nichts zur Sache. Meine Frage ist, wo ist der Bolzplatz, den ihr habt? Sind noch andere Jungs in unserer Klasse? Unten und keine Ahnung. Ach, ich habe immer gehört, der Sommerkurs ist so voll, nur mit Mädchen, alles Streber. Wahrscheinlich geben sie auch richtig viele Hausaufgaben. Hausaufgaben sind wichtig. Wissen Sie, ich will Profisportler werden. Oh Mann, naja, wir sehen uns morgen. Okay, coolio, ciao. Junge, weißes Mädchen, Präsentation halten. So, Ronja, jetzt zu deinem Referat. Okay, kein Ding, ich habe ganz viel vorbereitet. Hier ist erstmal ihr Handout und dann habe ich hier ein Plakat. Ich habe noch eins dabei, das halte ich dann selber. Na gut, ich habe mir sogar mehr erwartet von dir. Naja gut, dann gebe ich jetzt trotzdem mein Bestes. Also, Photosynthese. Ich hatte mir eigentlich 5 Plakate erhofft. Ich weiß, letztes Mal hatte ich 5. Ich hatte für dieses Mal einfach nicht genug Zeit, Frau Lehrerin. Ansonsten war deine Präsentation okay. Okay, danke schön. Was heißt okay? Was kriege ich für eine Note? Du bekommst eine 2. Oh Mann, was soll ich denn nur meinen Eltern sagen? So, Jakob, jetzt bist du dran. Okay, ich habe nicht so viel vorbereitet, aber es sollte keine große Sache sein. Ich improvisiere kurz. Okay, also, Pflanzen müssen atmen, so wie Menschen. Hier ist ein Baum zum Beispiel, der atmet durch seine Blätter. Jedenfalls denke ich, durch die Wurzeln atmen die aus. Und das war's schon mit Photosynthese. Ich bin beeindruckt. Und diesmal hast du gar keine Kakerlaken dabei. Oh, ich hätte einen Frosch mitnehmen können. Naja, ich bin zufrieden. Oh, cool. Was kriege ich? Du bekommst eine 1. Yeah, eine 1. Gar nicht schlecht. Junge, weißes Mädchen, zu spät zur Schule kommen. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Ich bin viel zu spät für die Schule. Oh mein Gott, ich kriege sicher so Ärger. Ronja, zu spät. Ich weiß, es tut mir leid. Ich habe hier meine ganzen Hausaufgaben aber gemacht. Das sind nur 10 Minuten. Ich verspreche, es wird nie wieder vorkommen. Und wieso war zu spät? Ich glaube, ich habe einfach den Wecker verschlafen. Es ist voll meine Schuld. Ich werde auf jeden Fall aufpassen. Ich stelle mir jeden Morgen jetzt 5 Wecker. Na gut, dann drücke ich nochmal dein Auge zu. Dankeschön. Man fängt Schule so früh an. Naja, es ist jetzt 3 Uhr nachmittags. Dann gehe ich mal zu meiner einen Klasse am Tag. Ron, zu spät. Zu spät? Sorry, das ist voll nicht meine Schuld. Der Bus kam nicht. Und ich habe übrigens, meine Hausaufgaben habe ich nicht, weil die hat der Hund gefressen. Und wo ist deine Schuluniform? Ups, die habe ich wohl vergessen. Sorry. Ich meine natürlich, gestern Nacht ist ein Alien gekommen und es hat sie mir geklaut. Und warum isst du in meinem Unterricht? Vielleicht, weil ich Hunger habe? Du hast nicht mal gefragt. Ach, weißt du was, ich gehe wieder nach Hause. Schönen Tag noch.